Kapitän Aaron Hunt sieht seinen Hamburger SV absolut im Soll, will sich in der Bewertung seiner Leistungen nicht von Kritik aus der Öffentlichkeit beeinflussen lassen und hat seiner jungen Mannschaft ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen, man wolle bis zur Winterpause, nach Möglichkeit ganz oben, stehen. In einem Interview mit dem NDR sprach der Kapitän des Hamburger SV über die wechselhaften Leistungen in der aktuellen Zweitligasaison und die deutliche öffentliche Kritik daran. Aaron Hunt will dabei als Kapitän nicht auf das Umfeld, sondern nur auf die Mannschaft schauen. Man hat die eine oder andere Aufgabe mehr und steht etwas mehr in der Verantwortung. Wir wollen sofort wieder aufsteigen. Die Saison hat schon jetzt gezeigt, dass das eine schwere Aufgabe wird. Aber wir sind absolut im Soll. Wir haben eine sehr junge und talentierte Mannschaft. Rückschläge gehören dazu, trotz einiger schwacher Spiele zuletzt 0:5 gegen Jan Regensburg, 0:0 zu Hause gegen St. Pauli, steht der HSV aktuell nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer 1. FC Köln auf dem 3. Tabellenplatz angesichts der geringen Erfahrung des Kaders, mit Abstand jüngste Mannschaft der 2. Bundesliga, hält Kapitän Hunt die Erwartungshaltung gegenüber dem HSV für zu hoch. Es wird erwartet, dass wir jede Mannschaft an die Wand spielen und mit 4:0 nach Hause schicken. Das wird nicht funktionieren. Wir hatten einen riesigen Umbruch im Sommer und die zweite Liga ist nicht so schlecht, wie sie von manchen gemacht wird. Unsere Mannschaft muss wachsen und sich zusammenfinden. Bei jungen Spielern ist es normal, dass sie große Leistungsschwankungen haben. Wir sind obendran, das ist das Wichtigste. Eine der größten Herausforderungen sei deshalb der neue Anspruch an die Rolle des HSV als Zweitliga-Topmannschaft. Match dem Abstiegen des Zweitliga soll retournieren. Im NDR-Interview spricht er über seinen Kapitän samt den in der Kritik stehenden Trainer Christian Titz und die Ziele bis zur Winterpause. Die Trainerdiskussion ist für mich völlig unnötig. Im Sommer kam der Umbruch, den alle in Hamburg jahrelang wollten. Und dann gehört es auch dazu, dass man jetzt ein wenig Geduld hat mit dem Team. Die Ruhe von Titz trotz der Kritik habe der jungen Mannschaft geholfen. Nun seien die kommenden Wochen entscheidend, wir als Mannschaft können nur die Ergebnisse liefern. Dann wird automatisch Ruhe einkehren. Wir wollen alle nach oben und nach Möglichkeit am Ende Erster sein, auch die Kritik an seinen persönlichen Leistungen lässt Kapitän Hunt kalt, das ist mir ziemlich egal. Mich interessiert es recht wenig, was die Leute von außen sagen. Man kann es sowieso nie allen recht machen. Ich kann relativ gut unterscheiden, ob ich gut oder schlecht spiele. Dafür brauche ich keine Zeitung. Ähnlich steht der 32-Jährige zu den sozialen Medien, jeder fühlt sich dort berufen, seine Meinung zu sagen. Das interessiert mich nicht. Als Profi sollte man sich davon nicht beeindrucken lassen. Wichtiger sei für Hunt, wie sein Team ihn sehe und wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Dank dieser Fokussierung will Hunt mit seinem Hamburger SV bis zur Winterpause, nach Möglichkeit ganz oben, stehen. Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen.